Hey Leute, ich bin Larry und willkommen zu Fortnite. Ja, es ist seit ein paar Tagen schon die Season 9 draußen. Ich hatte eher weniger vor, ein Video dazu zu machen. Aber ich mache trotzdem eins, weil kann, glaube ich, nicht schaden. Und hier sehen wir erstmal eine echt coole Cutscene mit Jonassy und dem Banana-Skin aus Season 8. Season 8? Ja. Reinrennen. In einen Bunker und sehen haufenweise Zeug. Aber das ist wirklich lustig. Victory. Aber es ist nichts zu essen da. Außer der Bananenskin. Die Tür öffnet sich. Naja, Tür, Gitter, was auch immer. Und Jonassy hat überlebt. Nice. Ja, es gibt verdammt viele Map-Änderungen. Denn Fortnite spielt jetzt in der Zukunft. Yay! Ha. The future is yours. Fortnite, Season 9. Ja, da haben wir die neue Saison schon. Und das hier ist ein anderer Account. Deswegen nicht wundern, sollte ich hier nichts haben. Und hier sind Utopia-Skins oder Utopia-Sachen, die ihr nur mit dem Battle Pass bekommt, halt normal. Und hier sind schon viele, viele Skins. Hier habt ihr zum Beispiel auch den, ach, ich gehe einfach den ganzen Battle Pass mal durch. Hier ist halt eigentlich der Battle Pass schon. Und nein, ich habe keine Fragen dazu. Hier haben wir schon die ersten beiden Skins. Den Sentinel, den wir schon gesehen haben am Anfang. Und noch den Rock Skin. Mit 11 verschiedenen Stilen. Alles klar. Sind schon ein paar mehr. Und soweit ich weiß, sollte die erste Stufe, die man hier hat, aussehen wie die YouTuberin Loserfruit. Mehr, ich weiß auch nicht viel darüber. Das ist das Einzige, was ich über den Skin weiß. Und hier haben wir auch schon Neonröhren und Erntehacker. Ja, das sind Spitzhacken. Kaum zu glauben. Ja, es sind Spitzhacken, die man beide halt schlagen kann. Was ich auch echt cool finde. Hier haben wir halt noch, ich gehe einfach nur ins Wichtige, ich gehe nur beim Wichtigen ins Detail. Hier habt ihr Gerechtigkeit noch. Und ein neues Emote. Yay! Yay! Und natürlich einen neuen Gleiter. Turbo Drill. Turbo Drill, was auch immer. Sieht cool aus. Ich beschwere mich nicht. Also, ich kann euch nur sagen, ich werde mir den Battle Pass nicht holen, weil Fortnite spiele ich nicht mehr so aktiv. Was ich wieder aktiv spiele, ist Terraria und alle Mega Man Titel. Aber es gibt auch, yay, das sieht aus wie ein Bananenskin. Bunkertage. Reifeprüfung. Ja, das ist eigentlich vom Bananenskin eine Lackierung. Und hier haben wir schon Bonker Jonassy. Das ist, wow. Ich weiß nicht, was ich zu dem Skin sagen soll. Ich meine, es ist halt Jonassy, aber hier haben wir dann noch Impulse. Und hier haben wir Kyo. Ein Katzenroboter. Voll cute. Und hier haben wir Gackerschritt. Damit kann man sich sogar fortbewegen. Und verflucht ist halt auch eine Lackierung. Ne Frisbee. Und den Bunkerschmetter. Schmetterer, entschuldigt. Ja, ist eine ganz okay Spitzhacke. Scharlachschlag. Ja, auch ganz gut. Ich habe
Wie gesagt, nichts dagegen. Posaunen-Noob. Ja, moin. Und hier haben wir Violette Kyo. Okay. Mit den Vega-Skin und drei verschiedenen Stilen. Okay. Weiter geht's mit alles Bananen. Ein Bananen. Yay. Bananenstreifen. Yes. Lang lebe die Banane. Afterburner. Ist halt eigentlich die Musik aus dem Trailer. Glaube ich. Und hier haben wir Vox. Ein Mikrofon. Wer kennt's nicht? Noch mehr Skull Trooper Emotes. Und Kyo in Schwarz. Und ja. Schildwirbler. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, hier haben wir dann noch eine Wurfscheibe. Also, wie gesagt, alle Items, die wir hier sehen, sind gar nicht mal so schlecht. Ich habe nichts dagegen. Hier ist dann noch der nächste Skin, Stratos. Sieht ganz okay aus, das Lila mit dem Weiß und Grau. Der sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Und hier haben wir orangene Kyo. Blitzschlag. Und Rächer. Ich gehe mal hier etwas schneller durch. Sturm. Und noch ein Skin, Demi. Plasmaschweif. Neowelt. Und lockerer Shuffle. Hier sind wir schon bei der letzten Seite. Energieschub. Und eine andere Stiloption für den Sentinel in Dunkel. Und hier ist der Stufe 100 Skin. Vendetta. Also der Vendetta Skin sieht... Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Ich meine, er sieht cool aus. Ich würde ihn sogar benutzen, sehr oft. Ich bin nicht mal mit dem Ice King durch. Also, mir fehlen noch so 2000 Punkte dort. Ach, was soll's. Ja, die Map-Details kann ich euch bald zeigen. Aber jetzt heißt es erstmal, das war der Battle Pass. Und vielleicht kommen bald noch mehr Videos dazu, aber ich muss Fortnite erstmal dafür auf dem PC updaten. Und so sieht der Item Shop aus mit der stacheligen Streiterin und noch mehr Kaktuspose. Es ist die T-Pose für einen Kaktus. Das ist natürlich super. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.